Ist der neue League of Switch 2 aufgetaucht? Okay, let's go. Und hier könnt ihr ein geleaktes Foto eines Switch 2 Mainboards sehen, das sich innerhalb eines Switch 2 Gehäuses befindet. Daneben seht ihr noch die Joy-Cons, die ja Joy-Cons Analog-Sticks los sind. Eine leere Hülle, aber da kann man schon vieles erkennen. Spaß beiseite, steigen wir mal ein in die technischen Details. Oh boys, yes. Ihr könnt eine Menge technischer Details sehen. Zur CPU und zur GPU gibt es noch nicht so heftige Spezifikationen, aber zum RAM, zum Memory. Und zwar soll in der Konsole ein 6 GB X2 Dual Channel LPDDR5X RAM enthalten sein. Das heißt 6x2, wir haben 12 GB an RAM. Die alte Switch hatte 4, das ist schon mal eine Verdreifachung des Arbeitsspeichers, was ja zu mehr Performance bringt. Und wenn jetzt das System an sich noch laut Gerüchten wahrscheinlich nur bis zu 1 GB beanspruchen soll, könnten ganze 11 GB oder sagen wir 10,5 GB Arbeitsspeicher nur für die Games genutzt werden. Und das ist schon ein deutlicher Sprung gegenüber der alten Switch. Und ja, ich weiß, es ist nur in Anführungsstrichen ein DDR5-RAM, DDR5X, ein bisschen geupgradet, aber es ist keine 6 dahinter. Das heißt, die PlayStation 5 und die Xbox Series haben immer noch eine RAM-Stufe darüber. Dennoch ist es so, dass zum Beispiel die Series S nur 10 GB hat, wohingegen jetzt die Switch 2 ganze 12 GB haben könnte. Und dass sich dann so ein bisschen so ausgleicht, könnte man sagen. Weiterhin haben wir in angegebenen Spezifikationen 256 GB internen Speicher. Und das ist im Vergleich zu den Vorgängern schon ein ordentliches Plus. Kommen wir mal zu ein paar weiteren geleakten Bildern. Meinen Augen nach zu urteilen, wenn ich mich nicht täusche, kann man unten zwei runde Magnete sehen. Eventuell, dann sieht man natürlich die Trigger-Tasten. Ein Klinkenstecker oder auch nicht. Vielleicht ist das so eine Einrastfunktion mit Einkerbungen und ein Kartenslot. Könnte es sein. Auf jeden Fall ein ziemlich krasses Design. Und hinten kann man auch so eine, so eine Erhöhung sehen, wo man vielleicht noch ein Band oder sowas durchstecken könnte. Oder an der Konsole an sich sind noch extra Tasten befestigt, die dann da noch einrasten. Crazy auf jeden Fall. Nintendo steht auf jeden Fall unter Zugzwang, denn die Leaks kommen immer näher und näher und ja, es wird gefährlich für Nintendo, ohne Ankündigung. Hier zeige ich euch nochmal ein paar geleakte Bilder, die ein 3D-Render-Modell zeigen, die man auch wahrscheinlich für einen 3D-Drucker verwenden könnte. Was ich spannend finde, ist dieser Vergleich zwischen den beiden Bildschirmen. Unten ist wahrscheinlich der Bildschirm der älteren Switch, der Switch 1, und dann darüber ist der größere Bildschirm der zur Switch 2 gehören soll. Natürlich ein größerer Bildschirm, was natürlich ein Pluspunkt ist, denn mehr Bildfläche ist nice to have. Wir haben den neuen Joy-Con, der ja auch anders geformt ist als der, den wir bisher kennen natürlich. Es gibt auch noch Gerüchte, die besagen, dass die Konsole statt ganze zwei Lüfter haben soll, da dahinter auch mehr Power steckt und die natürlich auch irgendwie gekühlt werden muss. Ansonsten, ja, lasst die Bilder auf euch eingehen. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es in die Kommentare. Dankeschön, Leute. Ciao.